Dunkler Tunnel. Klappernde Räder. Und der Geruch des Todes. So begann unsere Reise zu D6. Aber unser Ziel schien jetzt näher. Der Karte nach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesen Tunnels gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Tja, vermutlich Unfug. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert ist. Артём! Артём! Wach auf, Артём! Wach auf! Gut, kommt zu Sie. Nimm das Licht weg, du blendest ihn. Артём, bist du okay? Kannst du aufstehen? Артём, was war das? Wir kommen an! Hier ist eine Luftschleuse! Gut. Anhalten. Hölle, ich krieg hier echt das Gruseln. Boris, schau mal nach dem Tor. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Wir brauchen keine Überraschung. Scheiße. Ich wusste doch, dass das dir glatt läuft. Achtet auf die Kehrseiten, Jungs. Okay. Okay. Vladimir, such das erste Diagramm. Oma, schauen Sie her. Erst verbinden wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schotter um. Da draußen ist was. Etwas nähert sich. Ignorieren! Dinosaurus! Feuer! Ich werde kämpfen stellen! Endlich!
Tor ist da! Scheiße, spring nicht an! Na los, Leute! Wir müssen weg hier! Okay, reißen wir uns zusammen. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Okay, Jungs. Dies ist die Tür, die nach D6 Was ist das? Na dann mal los.